Oh, er schweißt gerade hier irgendwas. Aua, das war voll hell im Auge, ich bin blind. Das ist türkisches Schweißen. Er macht Augen zu und setzt den Schweißpunkt. Hallo und herzlich willkommen bei der Klettercrew. Wir haben hier zwei R25 gemietet von Yamaha. Wollen wir vielleicht erstmal sagen, wo wir überhaupt sind? Ach so. Wir sind in Istanbul. Genau, also ich würde sagen, ich mag das nicht immer neben den Leuten das Intro zu machen, Ja, aber weißt die du? schweißen gerade. Stimmt, die Türken juckt's eh nicht hier. Alter, die Kupplung, ne? Ist die scheiße? Die ist brutal kacke. Was geht ab, Zuzi? Oh, ist deine Kupplung auch so kacke? Meine ist tatsächlich nicht so kacke. Oh, was ist das Wollen denn? wir vielleicht Motorräder wechseln? Ach, passt schon. Die Kupplung ist ja so besch... Alter, wie geht das? Wollen wir wechseln? Also, mein Motorrad ist wirklich gut von der Kupplung her. Ja, bitte. Ich kenne hier auch keine Regel, um ehrlich zu sein. Zuzi, pass auf, Auto kommt, du musst aufpassen. Ich halte mal hier an. Schwör's dir. Ich kann damit nicht fahren. Oh Mann, ey, dann hier, nimm. Einfach fast ins Auto rein. Ich meine, wenn einer von uns ja sowieso einen Unfall macht. Ey, ich würde. Warte, wir machen jetzt einen Deal. Wir machen jetzt einen Deal. Wenn einer sich hinpackt oder irgendwas mit dem Motorrad anstellt, zahlen wir vom Geschäftskonto. Tamam. Okay? Egal wer, egal welche Schuld, wir zahlen Egal vom was, auch wenn es Geschäftskonto. Millionenbeträge sind, Geschäftskonto. Tamam. Okay, Okay. super. Wie, du packst dich hin, Alter. Wie, du packst dich hin. Jetzt muss ich hin. Also ich sag mal so, das Risiko ist höher, dass ich es mache. Egal, du hast mir die Z geschenkt, passt schon. Soll ich navigieren? Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir wissen, wie du navigierst. Ich kann das. Nochmal von vorne. Wo sind wir gerade? In Istanbul. Und was machen wir jetzt? Motorradfahren. Wir fahren jetzt in die Stadt rein und hoffen, dass wir nicht sterben. Istanbul ist, glaube ich, in der Türkei das schlimmste Land, was Verkehr angeht. Hier wohnen, glaube ich, 15 Millionen Einwohner zurzeit in der Stadt. Und du hast selber den Verkehr gesehen. Es gibt hier keine Regel. Wer bisher gefühlt. zuerst fährt, hat recht. Und wir müssen einfach dreist sein. Einfach vordringen, einfach machen. Okay. Aber nichts riskieren, ja? Keine Nichts hohen riskiert. Geschwindigkeiten. Wir wollen hier wieder lebend für euch. Was ist für euch? Wir wollen Für wieder mich, für uns. lebend nach Hause. So. Entschuldigung, was ist. Oh, oh, ja! Will er was von dir? Was? Was? Sorry, only English. Only English, I can't speak Turkish, sorry. Abi, Abi! So, Oh Mann, kommst du der war voll mit? süß, der wollte. Ich weiß nicht, was er wollte. Ey, und Freunde, das Motorrad von Knattermaus, also wir haben jetzt getauscht, hat 87.000 Kilometer runter. Das ist, ja, für Deutschland-Verhältnisse eigentlich schon unvorstellbar. Kommst du Was mit? man noch sagen muss zu Istanbul, dass die Leute hier tatsächlich bei Rot halten, das war in Antalya nicht so. Hier Kommst du gibt es mit? Kameras. Was Kommst du denn? mit? Filtern? Nee, jetzt ist schlecht. Ach, Jetzt müsst ihr Scheiße. kurz benehmen. Was heißt denn, ich kann kein Türkisch auf Türkisch? Ben Türkçe bilmiyorum. Ben, was? Ich sag einfach Jok. Guck mal, hier darf man nicht hupen, steht da. Wo? Da, dieses Schild neben der Ampel oben. Okay, wo hupt man denn bei dem? Hier? Oh. Du darfst nicht hupen, du siehst doch keine Hupe. Oh, jetzt ist er vorgefahren. Kommst du mit? Rechts müssen wir. Ja. Alter, tut sich das Bike ist so Schrott, was ich hab. Wegen Kupplung war. Die Kupplung ist einfach durchgerutscht. Ich habe gerade Vollgas gegeben. Achtung, hinter dir kommt jemand. Oh Gott. Irgendwo soll hier Shell sein. Ja, da hinten. Bist du Ich da? blink auch einfach nicht, ja. Alter, das Bike ist so Schrott. Die Kupplung rutscht sowas von durch. Was nehmen wir denn? Ja, Benzin, oder? Ja, Benzin. aber ich dachte, hier kommt immer jemand zum Bedienen. Merhaba, Abi Jim. Er macht schon. Er macht schon. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, Sozi, solchen Leuten immer so ein bisschen Trinkgeld zu geben, Ja. weil sie mir nicht leid tun, sondern so, ich weiß, Sympathisch einfach. sympathisch, so herzensmensch, ich weiß es nicht. Der macht jetzt für 300, also 150 für mich, 150 für dich. Das sind umgerechnet. 15 Euro. Nee, doch, ja, so 200, 12, 200. 13 Euro, Alter. Ich gebe ihm einfach 400, scheiß drauf. Gerekmez. Şey değil abi, kolay gelsin. Oh, die ist so leicht, die Maschine. Also es ist eigentlich ein perfekter Einsteigerbike.
In Deutschland gibt es das nicht, ne? Eine ja. R25. Wir fahren jetzt zu so einer Stelle, was uns empfohlen wurde. Ui, Bibi, guck mal, eine Katze hier. Ui, Simba einfach, Tutsi, das war einfach Simba. Also mein Ziel ist es einfach heute heil wieder nach Hause anzukommen. Ja, wie mache ich das? Wie machst du das? Hier so, muss ich jetzt so machen? Nee, hätte es auch einfach so machen können. Ach so. Die Hitze hat ja auch schon übelst verwirrt gerade gewesen wahrscheinlich. Gerade am Haus, ich fühle das gerade irgendwie in einem anderen Land mit dem Motorblock zu drehen. Ja, Mann, Alter, das ist geil. Das ist eine geile Abwechslung. Irgendwann ist Berlin auch ausgelutscht, weißt du, man muss auch. Ja. Also ich kenne die Regeln nicht, ich fahre einfach. Man muss auch sagen, achso, Hupen heißt. Ah! Tutsi, hier heißt es einfach rüberfahren. Ja, nee. fahr einfach, fahr! Ja, kommst du? Ja, ja. Du siehst echt gut aus auf dem Teil. Danke. Guck mal, wie ich hier. Filtern wir? Nee, ne? Scheiße. Ja, ich fahr durch. Das will ich. Du hast den Weg hier, Bruder. Ja, jetzt komme ich nicht durch. Danke dafür. Danke dafür, jetzt stehe ich hier fest. Oh, er guckt mich voll an. Er hat sein Handy in seiner Dings drin. Wie chillig ist er denn? Digga, das ist so anders hier, ne? Das ist so anders. Tutsi, der rutscht. Ich gebe Vollgas, der hat keinen Grip. Die Kupplung rutscht einfach. Ey, können wir einmal fahren, ohne dass irgendwer Probleme hat? Wo müssen wir denn hin? Warte mal, ich sehe es gerade nicht. Bleib einfach hier. Hier sind wir auf der sicheren Seite, Alter. In der Türkei ist die Liebe zum Motorrad sehr groß, aber die Leute haben kein Geld, um sich Motorräder zu kaufen. Rechts hoch, da Balmumucu. Guck mal jetzt, was ich hier mache. Pass auf. Wie die dir hinterher geguckt haben. Die deutschen Mitarbeiter hier. Ja, ist ja wie in Deutschland. Ey, und ich möchte hier nochmal betonen, in der Türkei ist es legal, zu filtern. Also egal, wo du durchgehst, ob durchgezogene Linie oder was weiß ich. Ach, scheiße. Ja, ey, das. Oder wollen wir lieber warten? Wir warten mal lieber. Nicht riskieren, sagst du. Ja, aber es muss nicht so viel sein, so. Ey, ich weiß auch gar nicht, wie schnell man hier fahren darf. Wir fahren einfach nach Gefühl. 70. Digga, wir sind einfach in Istanbul und fahren Motorrad. Ja! Achtung. Ja, passt schon. Geh mal weg da. Digga. Oh Gott. Achso, ich will hier nochmal betonen, ich bin nicht hier wegen meinen Haaren, ne? Doch. Weil Knatter wollte sich unbedingt die Brüste günstiger machen lassen. Nee, ich wollte mir meine gesunden Zähne eigentlich abschleifen lassen. Genau, deswegen sind. Oha, was ist das für ein steiler Berg? Warte, Tutsi, pass auf. Bruder! jetzt nach links, so mäßig. Zu mäßig. Ja, pass auf. Ich weiß nicht rechts vor links, ob das. Ach, einfach hier. Fahren. Also alles hier, was Auto und Motorrad betrifft, ist sehr, sehr teuer. Ich kann euch ja mal einen Vergleich geben. Okay. Tutsi, du fährst einfach, okay. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, wusste ich. Motorrad, wir gehen mal von einer. Wir haben mal geguckt, eine S1000 BMW 220er war euer. Gebraucht, Freunde, 7000 Kilometer. Kostet 34.000 Euro umgerechnet. Also und Autos sind halt auch echt teuer hier, also das sind nicht nur Motorräder. Also in Deutschland ist alles, was das betrifft, finde ich, um die Hälfte günstiger. Schön. Schick schön. Also sie... Aber wir sind hier noch... Bremse. Tutsi. Alter, meine Bremse ist einfach blockiert. Du bist ja fast reingefahren. Ich bin auch... Alter, Tutsi, aber... Die blockiert bei mir. Ja, bei mir auch. Das ist ABS. Das ist aber nicht normal so doll. Das ist ABS. Aber doch nicht so. Doch. Wehe, du packst dich hin, Alter. Also, du wärst hier fast reingefahren, weißt du schon, ne? Okay, den Fehler machen wir nicht nochmal, bitte. Ja, da brauchst du auch gar nicht zu lachen, Alter. Das ist nicht witzig, Tutsi. Bremsen, jetzt schon. Ja. Kupplung ziehen. Ja. Muss ich das jetzt auch noch beibringen? Scheiße, ich meine. Oh, das ist fast schief gegangen, Alter. Achtung. Ey, das wäre so blöd jetzt gewesen, wenn du reingefahren wärst. Ich meine dir. Ey, bremst doch. Ey, Tutsi, es ist so steil. Oh mein Gott. Oh, Tutsi, ich kann das nicht. Ich krieg grad die Krise, ich zitter.
Oh mein Gott, und der Bodenbelag ist auch so scheiße. Brems. Ich bremse, es wird immer schneller. Oh, bitte. Oh Gott, ich rutsch weg. Alter, das ist so gefährlich gerade. Boah, da habe ich sogar Angst. Alter, Tutsi, ich meine, es tropft von meiner Nasenspitze. Ich sag dir ehrlich, ich vermisse so meine Z gerade. Mit der Z würde ich mich so sicherer fühlen. Ich kann nicht mehr. Ey, jetzt verstehe ich, was er gemeint hat, der Kollege, mit dem wir hier sind. Du kannst hier kein Motorrad ohne ABS fahren, Alter. Das geht einfach nicht. Stell dir mal vor, da wäre es jetzt nass und du bremst, du bist weg. Also ich werde definitiv so Steigungen, nee, da ist nur noch Bremsen angesagt. Alter, ich hab so Herzrasen gehabt, ey. Aber ich muss mich erstmal beruhigen, ich hab Hunger, ja, auf den Schock. Ja, wir müssen filtern, ich kann hier nicht im Stau stehen. Also ziehst du mit oder nicht? Ja, natürlich zieh ich mit. Mann oder Maus? Maus. Aber es fährt auch kein Roller- und Motorradfahrer durch. Das ist gerade die... Doch, ich. Ja, danke, dass du nichts sagst. Achso, du hast doch gesagt, wir filtern. So, Spiegel einklappen, yalla. So macht man das hier in der Türkei, hat man mir gesagt. Ich glaube, du musst ja einfach super dreist sein. Musst du auch. Guck mal. Herr Mom, dann sind wir jetzt dreist. Das ist, hallo? Das ist die Faustregel. Dreistigkeit siegt hier in der Türkei. Wo müssen wir da geradeaus oder was? Ja. Ja, siehst du? Naja, wir fahren ja einfach zu dem Ort, was uns empfohlen wurde. Kumpir. Weißt du, was Kumpir ist? Gefüllte Kartoffeln. Oh. Willst du das essen? Ja. Okay. Meine Diät ist in Istanbul ausgesetzt, ey. Wir sind nur am Fressen hier. Das ist unnormal. Ich meine, du das bist ist aber auch so lecker, ja. Lecker. Lecker. Ja, wir sind jetzt theoretisch da. Da irgendwo können wir die abstellen. Bist du kurz Achtung. Hier? Oh, sag doch was! Ich hab doch gesagt, Achtung! Ich denke mir, du bist da! Tutsi, ich hab dich getreten einfach. Abi, biz bir saatliğine geleceğiz de şuraya. Neden? İlk soy yap, orada bir yerde bırakırsın, sıkıntı olmaz. Dışarıda. Tamam abi, sağ ol. Digga, das ist so ein Problem hier, ne? Weißt du, was er sagt? Was denn? Wir akzeptieren keine Autos. Keine Motorräder. Wie? Ja, er sagt, es ist nur Autostellplatz. Komm mal mit. Schaffst du das? Ja, so ein Opfer bin ich jetzt auch nicht, dass ich sowas nicht schaffe. Ah, Bremse. Tutsi! Man weiß ja nie. Tutsi, dazwischen ist gerade mal so ein... Ich bin da vorne gerutscht. Der Motor geht nicht aus, wenn du Ständer rausnimmst bei Gang. Das ist halt Türkei. Achtung, Tutsi. Einfach laufen, oder? Ja, ja. Aber du weißt doch nie, Zebrastreifen, ob die anhalten oder nicht. Oh, komm rüber. Also, Freunde. Ich hoffe, der kleine Einstiegsvlog hat euch gefallen. Es werden definitiv noch ein paar Videos kommen. Komm mal, Tutsi, wir genießen jetzt unser Essen. Samanyuk, Abi, Samanyuk. Alter, das ist heftig, Tutsi, ne? Oh, lecker. Oh, was ist das alles? Oh, cool. Oh mein Gott. Ey, ich versteh's nicht. Jeder verkauft das Gleiche. Wie überleben die alle? Keine Ahnung. Ui, Bibi. Tschüss. Bremse. Tutsi.